Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen, wünsche ich euch, es ist kaum zu glauben. Fünfte Woche Fortnite, Kapitel 3, Saison 2. Und es gibt heute am Freitag nach 15 Uhr verdeckte Operationsaufträge, 0 bauen. Und dann schließe Phase 1 dieser zeitlich begrenzten Auftragsreihe ab, um weiterzukommen. Nicht vergessen, es gibt keine zweite Chance. Da will ich mal schnell gucken, was das ist. Bei diesen neuen verdeckten Operationen Bonuszielen müssen wir von Phase 1 von 2 eine Geräteverbindung in 0 bauen etablieren. Das scheinen aber andere Geräteverbindungen zu sein, als wir sowieso im Widerstand machen müssen. Die nächsten Operationen werden dann hier scheinbar 3 Tage, 5 Tage und 7 Tage später freigeschaltet. Sobald wir 4 dieser Aufträge erledigt haben, bekommen wir hier diese Pickaxe. Jetzt sozusagen nochmal 5-mal siebter werden. Ja, dann lass uns jetzt erstmal hier das Ding etablieren. Ich weiß ja nicht, was hier ist. Hier ist eben so ein Dingelchen ist hier bei mir am Board, aber Millionen von Gegnern schon wieder am Stissel. Ich geh zuerst in den Haus, hol mir eine Waffe. Sind wir direkt tot. Ist bei dir das Ding? Mhm. Ich komme zu dir. Auf den Prüfstand. Besiege einen Gegner. Ich schau zu. 10 Gegner in 0 bauen eliminieren, stand da. Bei mir ist hier kein blaues Ding. Nee, hier ist kein blaues Ding. Ein blaues Ding. Vielleicht ist hier ein blaues Ding. Achso, ja, das ist doch kein blaues Ding. Ja, wenn man da ist, aber nicht auf der Map. Hab ein. Ich bin low. Ich war sehr low. Ich bin down. Ich komme, kriegst du. Ja, sehr gut. Hol den anderen. Ja, sehr gut. Faszinierend. Ja. Auf die gute Art. Wo ist denn der? Willkommen im Team, Schleifengänger. Du erhältst in Kürze deine erste Mission. Damit wären die verdeckten Operationsaufträge der ersten, in dem Fall fünften Woche Fortnite Kapitel 3, Saison 2 erledigt. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.